Hallo, hier ist wieder Christina aus dem Marketing. Ich bin heute bei Robert. Hi. Robert hat euch ja das letzte Mal schon ganz einfache Übungen für die Brustwirbelsäule gezeigt. Und weil die so gut ankamen, hat sich Robert neue Übungen für euch ausgedacht. Und zwar dieses Mal für die Lendenwirbelsäule. Und die darf ich heute direkt mit ihm testen. Also, let's go. And if you tried, you wouldn't understand. Und was besonders wichtig ist zu wissen, ist, dass wir heute die Muskeln in der Tiefe trainieren. Also nicht leider, wie viele Leute verkehrt machen, im Fitnesscenter nur die Oberfläche trainieren, also alles das, was du hier spürst, sondern wir wollen halt ganz tief an die Lendenwirbelsäule rangehen. Dafür habe ich mir 4 Übungen überlegt, die immer aufeinander aufbauen. Und ich würde sagen, wir starten. Leg dich erstmal ganz entspannt hin. Die Füße sind aufgestellt. Hierzu kannst du ruhig die Knie etwas mehr beugen. Beine sind ungefähr hüftbreit auseinander, die Arme sind abgelegt und die erste Übung soll sein, dass du dein Gesäß mal ganz langsam Richtung Decke bewegst. Super. So, dass sich eine Diagonale von der Schulter bis zu den Knien bildet. Versuche ich weiter zu atmen. Man sieht jetzt, dass sie sehr stabil steht. Das ist für mich so ein Zeichen, dass die Übung für dich eigentlich zu leicht ist. Deswegen bitte ich dich jetzt mal, dass du tief durch die Nase einatmest und in der Ausatmung mal ganz langsam erst den Oberkörper, dann das Gesäß wieder ablegst. Super. Ich würde jetzt hier sofort mit dir gleich eine Etage weitergehen, um da nicht so viel Zeit zu verschwenden. Und zwar mal gleich das Gesäß wieder nach oben. Super. Jetzt mal die Füße hochziehen, dass du nur auf den Fersen stehst. Genau, jetzt sieht man schon, musste sich erstmal wieder so ein bisschen ausbalancieren. Und genau das ist es, was wichtig ist. Wenn wir die Tiefe in der Lendenwirbelsäule trainieren wollen oder auch in der Brustwirbelsäule, gilt es darum, den Körper instabil zu machen. Wenn man jetzt fies ist und man hat noch jemanden zu Hause, der diese Rolle übernehmen kann, kann man hier auch gerne nochmal so einen kleinen Reiz setzen. Okay, jetzt mal als erstes, das Gesäß bleibt schön oben, die Füße wieder zurück zur Unterlage. Und wieder schön tief durch die Nase einatmen und in der Ausatmung ganz langsam das Gesäß wieder absetzen. Das Gesäß ruhig immer so 10 bis 15 Sekunden halten, dann wie eben demonstriert tief durch die Nase einatmen und in der Ausatmung langsam wieder absetzen. Wer jetzt hier merkt, das ist schon relativ anstrengend, kann die Übung 5-mal wiederholen. Und dann einfach zum späteren Zeitpunkt, vielleicht nach einer Woche, dann mit der Steigerung weitermachen. Mit dir mache ich jetzt gleich mit der Steigerung weiter. Und zwar das Gesäß wieder nach oben. Die Ausgangsposition ist immer die gleiche, da brauchen wir uns nicht ganz so viele neue Sachen zu merken. Schritt 2 war die Füße hochziehen. Jetzt mal die Arme nach oben. Ich mache jetzt einfach nur, dass ich dir weniger Punkte gebe, die auf dem Boden auflegen. Jetzt bist du quasi nur noch auf den Schulterblättern und auf den beiden Fersen. Und auch hier kann man jetzt als Therapeut wieder so ein bisschen rumstängern. Ist anstrengend. Okay. Und jetzt bauen wir die Übung chronologisch rückwärts einfach wieder ab. Das heißt, die Arme gehen wieder Richtung Boden. Und hier zu Hause aufpassen, ganz wichtig, jetzt möchte das Becken immer schon wieder nach unten. Das Becken bleibt wirklich bis zum Schluss oben, danke. Jetzt die Füße nach unten und wieder schön tief durch die Nase einatmen und das Gesäß absetzen. Jetzt bringen wir das Ganze noch auf die Spitze. Diese Übung, die wir jetzt machen, wäre für dich ideal. Das vorher jetzt war für dich zu einfach. Aber ich bin mir sicher, dass es auch ganz, ganz viele gibt. Da reicht diese Übung erstmal. Und zwar Gesäß nach oben, die Füße hochziehen, die Arme nach oben, so dass sich die Handflächen anschauen. Und jetzt mal bitte kurze und schnelle Hackung. Tempo, 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 weiter, 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 weiter. Jetzt bringen wir zusätzlich noch eine Dynamik rein. Ja, wir haben nicht nur eine statische Übung, sondern Dynamik. Der Körper muss das immer wieder ausbalancieren. Halten noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay, halten. Die Arme gehen jetzt langsam wieder runter. Gesäßbecken um. Super. Dann die Füße nach unten. Tief durch die Nase einatmen. Und das Gesäß wieder ab.
Das wäre jetzt für einen Patienten oder jetzt für jemanden, der was für seinen Rücken tun möchte, eine ideale Übung, um wirklich diesen chronischen Rückenschmerz, der immer wieder kommt, wo es jetzt keine dramatischen Ursachen gibt, also keinen schlimmen Bandscheibenvorfall oder so, wäre das eine ideale Übung, die man wirklich täglich irgendwie mit einbauen kann. Und dann ist man auf jeden Fall gegen diesen wiederkehrenden Rückenschmerz ganz gut